Hergiswil, ein Dorf am Napf, das Aufmerksamkeit erregt mit Menschen, die beachtenswertes leisten. Der Ehrungsanlass 2015 wird Ihnen von folgenden Firmen präsentiert. Sehen Sie noch einen weiteren Teil. Wir kommen bereits zu der nächsten Spezialehrung, und zwar zu den kulturellen Verdiensten. Ihr seht hier oben eingeblendet, dass die Laudatio von Stefan Schärli gehalten wurde. Der Stefan Schärli hat sich leider heute Nachmittag krankheitshalber abmelden. Er liegt mit einer Lungenentzündung im Bett. Die Bettruhe ist ihm vom Arzt verordnet worden, mit der Androhung, wenn er sie nicht einhalten, dass man ihn ins Spital einliefert. Wir haben ihm auch gesagt, dass er schon am letzten Mittwoch nicht mehr auf der Bühne stehen durfte, er ja noch das Musikkonzert geführt hat. Und ins Spital geht er nicht gern, weil er genau weiss, was dort abläuft bei der Notfallstation. Anstelle von Stefan haben wir einen valablen Ersatz gefunden. Es ist niemand anders, weder unsere Gemeinderätin Renate Ambühl, die die Laudatio jetzt vornimmt. Sie wird die Ehrung vom nächsten, vom kulturschaffenden Verein vornehmen. Darf ich dich bitten, Renate? Geschätzte Fünfer Opfensee, werte Anwesende. Wenn ihr ja gehört habt, bin ich jetzt hier für Stefan Schärli. Ich bin schon fast ein bisschen verschrocken, als am 4 ins Telefon kam. Er könnte heute nicht kommen. Ich möchte ihm aber jetzt an dieser Stelle ganz eine gute Besserung wünschen. Als ich den Stefan hier angefragt habe, hat er sich riesig gefreut und gemeint, es käme ihm dann schon noch eine lustige Geschichte, die sie bei den Proben vom Goldsuchertheater hatten. Mit so einer Geschichte kann ich nicht mithalten. Aber die Feuerwehr Opfersee ist auch für mich nicht ganz unbekannt. Die Feuerwehr Opfersee ist 1942-43 nach einem schweren Brandfall im Opfersee-Berg gegründet worden. Seit 1973 ist das Motto von euch Pflege und Erhaltung der guten Kameradschaft, Geselligkeit fördern und sich kulturell zu betätigen. Das Motto haben wir in Hergiswil die letzten Jahre immer wieder geniessen. Denn ihr habt 1989 die erste Schweizer Meisterschaft im Goldwäsch durchgeführt und wir erinnern uns auch gerne als Feuerwehr Oldtimer-Spritzen im Hübali. Das Theater Goldsucher am Napf haben das letzte Jahr das dritte Mal durchgeführt. 1979 im Alten Löwen, 1993 im Enzihinden und das letzte Jahr 2014 in der Steinacherhalle. Der Zilmer Seppi, der das Goldsucher-Theater geschrieben hat, wäre letztes Jahr ja 100 Jahre alt geworden. Ich glaube, wir hätten ihm kein schönes Geschenk können machen zu seinem 100. Geburtstag, als noch einmal das Theater zu spielen. Das Goldsucher-Theater war jedes Mal für euch eine neue, grosse Herausforderung gewesen, denn jedes Mal hat das Spielwort gewechselt. Und das dritte Mal hat es mit dem Jean Meyer zusätzlich nun einen anderen Regisseur gegeben. Ich habe kürzlich ein Zitat gelesen, wo gestanden ist, wenn eine Idee am Anfang nicht ein bisschen spinnerisch sei, dann gäbe es keine Hoffnung für sie. Ich glaube, ich darf an dieser Stelle sagen, wo der Isidor Kunz seine Idee unterbreitet hat, ein drittes Mal das Theater Goldsucher am Napf aufzuführen und das noch in der Steinacherhalle, haben wahrscheinlich die meisten gedacht, so eine Spinneridee kann ja nur wieder im Isidor-Sinn kommen. Es war für Isidor nicht einfach, das Projekt seinen Feuerwehrkameraden schmackhaft zu machen. Denn es hat niemand Garantie geben, dass es dann auch erfolgreich wird sein. Doch der Isidor hat seine Feuerwehrkameraden überzeugen, dass das eine gute Sache wird geben und er hat ihm nur ein super OK gewinnen können.
Eine grosse Herausforderung zum Gelingen des Theaters ist dann auch gewesen, die Schauspieler zu finden. Denn der Jean Meyer hat am Orientierungsabend beim Kreuz klar durchgegeben, was seine zukünftigen Spieler bieten können. Sie können vom Januar an den allwöchentlichen Proben teilnehmen. Denn obligatorisch für alle sind die zusätzlichen Probeweekend. Und niemand wird die Ferien im Sommer haben. Da hatte ich schon ein meine Bedenken gehabt. Gibt es Personen, die bereit sind, eine solche Präsenzzeit auf sich zu nehmen? Diese Bedenken waren nicht unbegründet. Denn lange hatten wir nicht alle Rollen besetzt. Doch manchmal helfen Zufälle noch ein bisschen nach, kann man sagen. Denn wir haben im Alpenrösi noch Rollen vergeben. Durch das, dass wir einfach so einen zufällig anwesenden Mann, der im Isidor gefallen hat, angehauen hat und der prompt zu der Rolle als Kooperationspräsident zugesagt hat. Gut, Spieler sind am Üben. Das Organisieren geht weiter, denn es müssen noch einen Haufen Helfer hin, die an den Aufführungen fürs liebliche Wohl schauen. Es war klar definiert, dass es etwas Spezielles aus dieser Zeit zu essen geben muss. Brotwürst mit Makronen und Schnitz und Herröpfel waren die auserwählten Menü. Für das musste ein Küchenchef hin, der vor allem versteht, Schnitz und Herröpfel zu machen. Der Urs Kunz, auch ein gebürtiger Opfersäier, der Bruder von Isidor, hat die Aufgabe übernommen. Und bei dem Besuch vom Theater beim Essen, vor allem bei den Schnitz und Herröpfel, viele Erinnerungen aus alten Zeiten wachgerüttelt. Für einen Service, der nicht weniger wichtig ist, sind die verschiedenen Vereine angeschrieben worden. Wie es die Zergesil anders nicht sein könnte, wir lassen einander nicht im Stich. Fleissig hat man sich in die Einsatzdienste eingetragen und ist am Schluss stolz gewesen, auch ein bisschen mitgeholfen zu haben. Wie mehr das gegen Sommer gegangen ist, wie mehr hat die verrückte Bühne und Tribüne angefangen zu machen. Denn die Feuerwehr Opfersee hat eine Bühne wollen, die es kein zweites Mal gäbe. Sie muss für die verschiedenen Spielworte mit wenig Handgriff umzumodeln sein. Und auch die Tribüne dazu musste originell und für möglichst viele Besucher Platz haben. Der Bühneplan, den es gegeben hat ja super ausgesehen. Papier nimmt bekanntlich alles an. Aber wie machen, dass es dann auch funktioniert? Die Feuerwehr Opfersee hat auf viele Helfer zählen können und die Steinjacherhalle hat sich in der Kürze in eine Arena verwandelt, wo bald niemand mehr gewusst hat, wie die Halle echt drunter aussieht. So war alles parat und es ist nach der Hauptprobe, wo die Schüler haben dürfen schauen, so richtig losgegangen. Werter Isidor, werte Feuerwehropfersei, ihr habt es geschafft mit dem Aufführen vom Goldsuchertheater, wie schon die anderen zwei Mal, einen riesen Erfolg zu haben. Ihr habt es geschafft, Hergesil am Napf weit über die Kantonsgrenzen heraus bekannt zu machen. Ja, wir hätten Stefan Celi sogar zu New York am Flughafen wieder erkannt. Ihr habt eine strenge Zeit hinter euch, viel Freizeit und Energie ins Goldsuchertheater gesteckt. Ich möchte euch allen, vor allem im Isidor als Initiant vom Goldsuchertheater, ganz herzlich danken für euch grosses kulturelles Arbeiten zuhanden von unserer Gemeinde Hergesil. Wir sind gespannt auf euer nächstes Projekt. Möchte ich Isidor stellvertretend führen bitten. Ich würde auch noch gerne schnell ablesen, was auf deiner Urkunde steht. Hergesil bei Willisau, Kräuterdorf am Napf. Ehrungsanlass der Gemeinde Hergesil bei Willisau, Urkunde. In Anerkennung für die langjährigen verdienstvollen Tätigkeiten für das Kultur- und Vereinsleben wird vom Gemeinderat Hergesil bei Willisau für die Feuerwehr Opfersei die Ehrenurkunde 2014 der Gemeinde Hergesil bei Willisau verliehen.
Ja, liebe Hergiswilerinnen und Hergiswiler, ich glaube, das Theater Goldsucher am Napf hat wieder einmal gezeigt, dass Hergiswil, wenn es drauf und drab kommt, zusammenhält und grossartig leistet. Wo andere Gemeinden uns eigentlich bewundern, dass wir dahinter noch so viele Leute haben, die eigen, ohne dass man Geld bekommt, etwas macht für die Gemeinde und das mit Freude und auch gut. Die Feuerwehr Opfer sei, hat dreimal den Mut gehabt, das Theater überhaupt durchzuführen. Ich erinnere mich an erste Dings, wo der Louis Neff, taub, von Willisau auf Hergiswil hintergekommen ist, in Leuenien, ich war hier im Gemeinderat, und hat geflucht über die Willisauer tatsächlich. In ihm haben sie das Projekt Goldsucher am Napf nicht angenommen. Er hatte eine verrückte Idee gehabt, der Louis Neff, und das hat scheinbar noch eine Differenz gegeben, und er ist auf Hergiswil hintergekommen. Er hat uns hier gesagt, dass über das aber geschumpfen, und ich habe nachher zu ihm gesagt, das Theater gehört nicht auf Willisau. Das ist eine Hergiswiler-Geschichte. Eine Dorfgeschichte, die in Hergiswil passiert ist, wo wir hier spielen. Und so ist eigentlich mit dem Seppi oder Wegere, Louis Neff und der Feuerwehr Opfer sei, der sich hier bereit erklärt hat, den Mut gehabt, so etwas durchzuführen. Auch hier haben wir schon im Leuenen, wir hatten nicht eine Bühne gehabt, wie es üblich war, sondern da hatte es Nebenbühnen gehabt. Da hatte es Friedensrichterstübli gehabt, da hatte es verschiedene andere Sachen gehabt, die wir haben müssen bauen. Und da hat man auch gesagt, das ist Spinnerei. Wir hat eigentlich aus der Idee, die ein bisschen verrückt war, hat die Feuerwehr Opfer sei den Mut gehabt. Das zweite Mal, und das ist das erste Mal ein wunderbarer Erfolg geworden. Wir sind stolz, wir sind sogar in allen Schweizer Pressen sogar dort vorgekommen. Wir haben das zweite Mal das im Enzihinden durchgeführt. An einem Ort, wo es keinen Strom, kein Wasser, kein Parkplatz hatte. Und wir haben es trotzdem gewagt. Wir haben dort hinten eine Holztribüne gebaut, für 500 Leute, ein Friedensrichterhaus, eine Leue. Die Feuerwehrmannen haben jede Abteilung hat etwas machen müssen. Auch das ist eigentlich ein Erlebnis, das heute noch ein Haufen Leute davon reden. Die wunderbaren Kulissen dort hinten, die hat eigentlich im ganzen Theater einen unvergesslichen Eindruck gegeben. Wo wir dann noch ein drittes Mal das wollen machen, hat man gesagt, das könnt ihr ja gar nicht mehr. Das hat keinen Wert, etwas zu machen, wo man noch einen eigentlich nicht mehr verbessern kann. Wir haben den Mut gehabt, wir haben daran geglaubt und ich glaube, wir haben es wieder gut gemacht. Ich will an dieser Stelle in der ganzen Gemeinde, es sind fast 400 Leute, die ich im Einsatzplan hatte, die hier mitgeholfen haben. Alle haben auf ihre Art etwas beigetragen und dafür dürfen wir alle stolz sein. Ich bin stolz mit meinen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, dass wir den Mut hatten, das ein drittes Mal zu machen. Danke vielmals. Isidor. Herzlichen Dank für dein Arbeiten. Merci vielmals, Dori. Herzliche Gratulation dir, dafür wir Opfer sein, für den tollen Erfolg, den ihr auch in diesem Jahr wieder gehabt habt. Und auch ihr tragt natürlich den Namen von der Gemeinde Hergiswil weit, weit über die Gemeinde, Kantons- und die Landesgrenzen raus. Dori, merci vielmals. Wir kommen bereits zum Schluss. Im Namen der Jury möchte ich der ganzen Bevölkerung
recht herzlich danken. Allen Einzelpersonen und den Verantwortlichen von den Vereinen, Verbänden und Organisationen für das Engagement, das sie das ganze Jahr für die Gemeinde Hergiswil an den Tag legen. Es ist nicht selbstverständlich, das wird praktisch immer in froher Arbeit gemacht, in der Freizeit, zum Beruf, zu der Familie. Wenn das sehr viele Frauen, Familienfrauen, die sich stark engagieren in Hergiswil, sei das bei Vereinen oder auch sonst in Kommissionen, dank dem lebt unsere Gemeinde derart gut. Herzlichen Dank allen, die sich hier so ins Zeug legen. Ganz besonders danke möchte ich allen, die am heutigen Abend mitgewirkt haben. Es ist das Frauenriegen vom Sportverein Hergiswil, der für euer leibliches Wohl besorgt ist, wo die Hallen eingerichtet hat, die auch wieder gut abräumen, die dann im Anschluss auch verantwortlich ist, dass wir noch einen schönen Apero bekommen. Herzlichen Dank der Frauenriege vom Sportverein Hergiswil. Danke möchte ich auch der Gemeindeverwaltung, im Matthias Kunz und seinem Team, die die Präsentation für uns aufbereitet haben, die auch die Meldungen entgegennehmen und das zusammenstellen, damit die Jury nachher die Resultate werten und ehren kann. Ohne Abart würde das Ganze auch nicht funktionieren. Heute Abend war es der Roger Wermelinger, der alles für uns technisch bereitgestellt hat, geschaut hat, dass alles läuft. Auch dir herzlichen Dank, Roger. Dann habe ich noch eine Information. In der Woche vom 2. bis zum 8. Mai findet im Rahmen von «Schweiz bewegt» einige Aktivitäten hier in Hergiswil statt. Viele von euch, viele Vereine von euch sind aktiv, organisiert irgendetwas in dieser Woche «Schweiz bewegt». Ich möchte euch alle ermuntern, macht dort aktiv mit, tönt euch bewegen. So ist es schlussendlich heisst, Hergiswil am Napf bewegt sich, weil es ist ja auch ein Duell gegen Hergiswil am See. Und ich denke, wir vom Napf werden uns ja nicht lumpen und werden dort mehr Bewegungsminuten, das heisst Bewegungsstunden, haben am Schluss, als das Hergiswil am See ist. Wenigst ein Aufruf mache ich dort mit. Am 2. Mai findet der grosse Anlass, ein Fest statt. Schon jetzt sind wir herzlich eingeladen. Und dann nachher in der ganzen Woche bei diesen Aktivitäten, die werden publiziert auf der Gemeinshomepage im Hergiswilerleben. Tönt das gut anschauen. Denn letztes Jahr haben wir den ersten Oscar feiern. Und er hat einen Preis bekommen. Der Preis war, gratis die Steinacherhalle zu benutzen, für Filme vorzuführen. Es war ja der Seppi Lustenberger mit dem Tele Wegere. Er wird am 21. und 22. März, am Samstag, Sonntag ist das, hier in der Steinacherhalle seine Filme zeigen. Am Samstag ist das am Nachmittag, am Sonntag fängt es dann morgen schon am 10 Uhr an. Es ist aber nicht das gleiche Programm, es lohnt sich also, wenn ihr beide mal kommt. Herzlichen Dank, Seppi, dass du das für uns organisierst und hier wieder für Hergiswil Werbung machst. Danke möchte ich noch einmal in der Jury. Der Urs Kiener hat das schon ausführlich gemacht, darum lese ich nicht mehr alle ab. Ganz besonders danke möchte ich der Renate Ambil, die vorher auch ganz toll eingesprungen ist als Laudatorin für die Ehrung der Führer Opfersei. In dir, Renate, herzlichen Dank für die grosse Arbeit, die du für diesen Ehrungsanlass leistest. Dann, so im Sinn der Führer Opfersei, bevor wir jetzt zum Apro gehen, werde ich sagen, nicht nur Brände löschen, sondern auch den Durst. Die Gemeinde offeriert euch hier hinten ein Apero, der ist bereits aufgestellt, also gerade jetzt im Anschluss würden wir dann ein Apero dürfen geniessen. Ich möchte aber gleich zum Schluss, wo ich am Anfang einen Witz erzählt habe, jetzt auch mit einem Witz aufhören, es ist mir jetzt gerade noch einer in den Sinn gekommen, wo ich hier vom Apero rede. Die anderen zwei Flöhe haben einander einen Zwölffingerdarm angetroffen. Dann hat der eine zum anderen gesagt, du, wenn wir neue Blasen gehen, einen Tee nehmen. Dann hat dieser gesagt, tut mir leid, ich habe keine Zeit, ich muss gerade mit dem Viertel von 10 Uhr ab. Also das noch zum Schlusswitz. Jetzt ging es mir zum Apro und soviel ich weiss, tut die Musik uns dann noch einmal begleiten.
Herzlichen Dank, dass ihr heute oben da seid. Merci vielmals für euer Engagement. Eine gute Zeit, bis ein anderes Jahr. Der Beitrag vom Ehrungsanlass 2015 ist Ihnen von folgenden Firmen präsentiert worden.